Hey Leute, Martin hier. Willkommen zurück zu Pflanzen gegen Zombies. Die letzten Minispiele stehen an. Eins davon habe ich keinen Bock drauf, eins davon habe ich ein bisschen Bock drauf und eins habe ich voll Bock drauf. Machen wir erstmal das erste. Nussbowling. Ja. Gibt nicht viel zu sagen, ne? Hat sich nicht viel geändert, ist nur ein bisschen vom Schwierigkeitsgrad höher. Deswegen, diesmal nicht zu sehr zu verschwenderisch sein mit den Bowlingkugeln. Wir haben übrigens Riesenwalnüsse. Ich glaube, die haben wir beim ersten Mal nicht. Da muss ich dann nach erklären, was die machen. Aber erstmal warten wir, bis die Zombies die ersten beiden die rote Linie erreicht haben. Dann haben wir nämlich ein volles Arsenal an Nüssen. So. Und los. Und los. Und los. Und dann werfen wir mal eine Explosionsnuss. Zack. So. Jetzt wird langsam, aber sicher. Naja. Kommt schon. Oh, cool. Das lasse ich mir gefallen. Sehr gut. So, oh. Wie wär's, wenn wir das gleiche nochmal machen? Sehr gut. Und dann du da und du da. So. Gut. Ihr seht, wir sind noch nicht mal bei der ersten Welle. Das wird lange dauern, dieses Level. Aber was will man machen? Wir machen einfach mal so. Und so. Sehr gut. So. Und eine Riesenwalnuss für den Stabhochspringer. Das hilft ihm nämlich auch nichts. So. So, und dich machen wir noch kaputt. Und das, was auch immer da jetzt kommt. Ja, okay, dann halt so. Und so. Und so. So, wie gesagt, ich will nicht so verschwenderisch mit den Nüssen umgehen. Ach komm, den Eimer-Zombie hättest du noch treffen können hier. Also, das war jetzt nicht das Beste. So. Also, ich sag mal so, wenn man sich genug Zeit lässt, dann schafft man das schon. Und die erste riesige Welle nähert sich. Und ja. Wir müssen es einfach zu unserer Devise machen, so wenig Zombies wie möglich über die rote Linie zu lassen. Dann ist alles im grünen Bereich. Was aber nicht im grünen Bereich ist, ist hier wie die hier aufmucken. So, sehr gut. Okay. Und jetzt hier. Sehr gut. Wenn die so parallel laufen, dann weiß ich immer nicht, welcher Zombie getroffen wird. Das ist, glaube ich, random. So, die sind jetzt hier ein bisschen weit über der roten Linie. Ich muss langsam mal anfangen hier. Ach komm, dieser Bogen, den die Walnuss macht, das war genau an den Zombies vorbei, die ich töten wollte. So. Nett. Und jetzt gehst du nach oben. So, die Stabhochspringer muss man natürlich so schnell wie möglich dazu kriegen, dass sie über ihre... dass sie anfangen zu springen, nicht wahr? Damit man da ja keine Probleme hat. Die mache ich mal so fertig. Und dann mache ich das mal hier so. Oh, das ist akzeptabel. Und so. Ach, wenn er nach oben gegangen wäre, ey.
So. Und so geht das jetzt weiter. Das wird am Ende noch hektischer, als es jetzt schon ist. So. Ah ja. Da wollen wir doch mal direkt mit aufhören. Das ist nämlich nicht cool, was hier geschieht. Ein tanzender Zombie. Er ist nicht eingeladen auf meiner Party. So. Das Problem ist, man... Also, wer hätte das gesagt, dass ich das mal sage, aber die Explosion, die Sprengnuss und die Riesenwalnuss, da ist es schon fast ein Problem, dass wir so viele davon kriegen, weil ich will die halt nicht alle in normalen Anläufen der Zombies verschwenden, sondern für riesige Wellen aufheben. Aber... Naja. Ich will mich auch nicht beschweren, dass wir so viele gute Sachen bekommen. Ich will nur halt aufpassen, dass ich nicht hier zu viel verschwende. So, okay. Ja, komm doch. Und dann in die Mitte. Und die Eimer-Zombies sprengen wir mal so. Okay. Ich warte jetzt einfach mal. Und rolle, einfach weil ich es kann, da eine Explosionsnuss hinein. So. Oh, nein. Und dann gucken wir mal, was wir sonst noch so bekommen. Ach Gott, wir haben die zweite Welle noch nicht mal geschafft, ey. Herr Jemine. Ja, während ich hier am Bowlen bin, kann ich ja mal vielleicht verraten, warum gestern kein Video gekommen ist, kein Pflanzen gegen Zombies Teil. Das liegt einfach daran, dass ich keinen aufnehmen konnte. Denn, ein, anderes Video hatte gerendert bei mir. Und dieses hatte 10 Stunden gebraucht, um gerendert zu werden. Es war die erste Ausgabe des BLP Atzen Talks. Diesen findet ihr auf meinem, auf meinem Zweitkanal der Brill, oder auf meinem Drittkanal, besser gesagt. Mein Zweitkanal ist ja BLP Atzen. Aber auf meinem Drittkanal, der Brillux, findet ihr neben einem Review zum Rollenspiel Ni No Kuni auch ein, einen Talk mit Alex und mir. Der wurde dann halt gestern hochgeladen anstelle von, jetzt haben wir hier ein bisschen, bisschen Party. Ich glaube, hier läuft eine Party. Der kam gestern anstelle von, einem Pflanzen gegen Zombies Teil. Und, ja. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Also... Und ich hoffe, ihr kommentiert auch. Ich habe jetzt gesehen, dass, dass dieser Talk zwar mit einigen Daumen hoch begrüßt wurde, was ich sehr nett fand, allerdings kein Kommentar. Und wir wollen halt, der Sinn dieser Videos soll halt sein, dass man mit uns über das Thema diskutiert. Der erste Talk ist zum Thema Piranha Bytes. Und, ja, wir fänden es sehr nett, wenn ihr dieses Video nicht nur mit einem Daumen hoch würdigt, sondern auch kommentiert. Das soll nämlich der Sinn dieser Videos sein. So. Huch. Komm, was auch immer da jetzt kommt. Und ja. Ich werde jetzt versuchen, ein bisschen mehr auf der Brillux hochzuladen. Bin mir ehrlich gesagt nicht so... Ich habe noch nicht so ganz alle Rubriken im Kopf, die ich machen will. Ich habe ein paar Ideen, aber alles noch nicht so ausgereift. Aber da kann man ja dran arbeiten, nicht wahr? So. Und jetzt wird das Ganze natürlich interessant wie nix hier. Denn im Moment bin ich dabei, alle Pflanzen, alle Nüsse, die ich kriege, automatisch zu verpulverisieren. Und dieser Türenzombie hier rennt mir gleich die Hütte ein.
Verdammt. Das will ich halt vermeiden, dass ich die Rasenmäher benutzen muss. Ja. Ach, komm schon, ey. Die letzte Welle, komm schon, die letzte Welle. Ich bin kurz davor, dass du... Wenn ich das jetzt nicht schaffe, ne, dann, kann ich echt sauer sein. So. Sollte aber machbar sein. So, und jetzt kriege ich natürlich nicht die Riesenwalnuss, die ich gerne bräuchte. Mist. Eine Explosionswalnuss hier im Getümmel wäre auch nicht schlecht. Komm schon. Ja, oder so. Komm. Ja, das ist nicht schlecht. Noch eine. Ja. Naja, die werden jetzt eh vom... Wenn ich es nicht schaffen sollte mit den Walnüssen, dann werden sie vom Rasenmäher gekillt und dann haben wir es eh geschafft. Also komm. Aber ich würde es gerne behalten, weil es gibt ja ein bisschen extra Kohle. Also insofern, so unmöglich erscheint mir das auch nicht. Komm schon. Komm. Boom. Jawohl. Und gewonnen. Okay. Das Video wird wieder etwas länger, denn wir machen auch noch Pogo Party. Ich habe sowas von keine Lust auf Pogo Party. Oh mein Gott. Ganz schlimm wird das werden. Aber wir werden gerüstet sein. So. Und zwar brauchen wir die. Und ich will gerne die haben. Die und auch was so zum normalen Verteidigen. Und noch irgendwas, womit ich die platt machen kann. Ich würde sagen, die Kirschbombe ist gut. Okay, dann legen wir los. So. Und wir fangen erstmal ganz ruhig an. Pogo Party. Was gibt's zu Pogo Party zu sagen? Pogo Party sackt. Pogo Party ist scheiße. Pogo Party ist absoluter, behinderter Drecksmüll. Ich denke, ich habe meine Meinung zu Pogo Party ausführlich dargestellt. In Pogo Party kriegen wir es mit Pogo-Zombies zu tun ohne Ende und ich glaube, das ist sehr gefährlich. Wir machen mal hier schon mal... Wir müssen hier vorne Verteidigungsreihen aufbauen. Ich denke, das ist klar. Am besten mit Magnetpilzen. Und zwar Magnetpilzen hinter einer Reihe von Hochwalnüssen. Wo die Pogo-Zombies nicht hinterspringen können. Moment, ich will erst gucken, ob er... Ja, okay, alles klar. Der erste Zombie stirbt hier. Das ist sehr schön. Aber hier kommst du nicht vorbei, mein Freund. So, was nun? Ja, was nun? Während er hier sein Nickerchen hält, kümmern wir uns weiter um die Sonnenversorgung. Komm. Okay, so. Alles klar. So, zum Glück kommen die am Anfang noch recht, langsam. Oh, oh. Verdammt. So. Wir haben unsere Sonnenversorgung. Das ist sehr schön. Ich habe jetzt hier einen Fehler gemacht, aber was soll's.
So. Okay. Okay. Gut, 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 gut. So, zum Glück halten die ohne ihre Pogo-Stäbe nicht viel mehr aus als ein normaler... Naja. Zombie wollte ich gerade sagen, aber anscheinend, aus irgendeinem Grund, die halten schon viel aus. Bisschen zu viel für meinen Geschmack. So, zum Glück haben wir jetzt erstmal jede Reihe gesichert. So. Das war so klar. Das war so klar, meine Damen und Herren. Ladies and Gentlemen. Das war klar, wie Kloßbrühe. So. Die Reihe ist ungeschützt, und zwar komplett ungeschützt. So. Gut, gut, gut. Der kriegt auch seinen Stab entzogen. Pogo-Verbot hier auf meinem Dach, meine Damen und Herren. Pogo-Verbot. Kein Gejumpe, kein Gespringe auf meinem Gelände. So sehe ich das hier. Das wird rigoros durchgezogen. Was auch rigoros durchgezogen wird anscheinend, ist, dass die Tatsache, dass diese Pogo-Zombies ein bisschen mehr aushalten als normale verfickte Stinke-Zombies. Was ist das denn für ein Dreck? So, okay. Ich bräuchte jetzt genug Sonnen, um eine Hochwalnuss hier hinzusetzen. Okay, gut. Der hier wird mampfen, verdammt. Der mampft sowas von. Nicht cool! Hör doch mal auf hier! Gut, okay. Drei Wellen überleben ist machbar. Und nicht unschaffbar. So. Okay. Jede Reihe hat eine Hochwalnuss. Das ist ein Erfolg in meinem Buch. Und die ist zwar ein bisschen weit vorne, aber ich glaube, ich setze die sowieso eine Reihe nach vorne später. Denn ich würde schon gerne mehr von diesen Magnetpilzen hier bauen. Die sind nämlich, sind echt praktisch. Ich weiß, die Pogo-Zombies verlieren ihre Pogo-Fähigkeit, nachdem sie an einer Hochwalnuss hängen bleiben, aber doppelt hält besser. Und wenn man doppelt sich schützen kann, dann ist das natürlich viel, viel besser. So, und mit Sonnen habe ich auch kein Problem. Ach Gott, die Pogo-Party. Ich hatte so eine Angst vor ihr und jetzt ist sie so... Ach, so einfach. Oh mein Gott, wie leicht es manchmal einem gemacht wird, ne? So. Wir müssen jetzt nur noch drauf achten, dass die, werten, Hochwalnüsse nicht gemampft werden. Und dann kann ich die Reihe hier eigentlich auch gleich symmetrisch machen. Was ich auch gerne machen möchte. So. Und zwar so, und dann, ja, einfach die Wellen abwarten und die Hochwalnüsse reparieren, so wie sie repariert werden müssen. Ich hätte eigentlich den Imitator mit einer weiteren Hochwalnuss mitnehmen sollen. Dann, ja, wäre das doch cool gewesen. Okay, und zwar kann ich das jetzt auch so machen, in jeder Reihe, in der eine doppelte Sonnenblume steht, kann ich gleich die Sonnenblume hier in der Reihe noch entfernen und noch mehr Angriffskraft da hinzufügen. Okay, welchen muss ich reparieren? Den hier, der ist am angeknabbertsten.
Ja, wir sind gut auf die Pogokalypse vorbereitet. Ah, ah? Das war doch mal ein Wortwitz, meine Damen und Herren. Warum sage ich eigentlich so oft meine Damen und Herren heute? Fällt mir gerade mal so auf. Ist ein bisschen beängstigend. So. Ich werde mir jetzt nicht die Mühe machen, die Hochwalnuss hier zu reparieren, weil die ist eh, die kann ich eigentlich auch abreißen. Das ist, sieht so doof unsymmetrisch aus. So, bleh. Unsymmetrisch. Igitt. Okay, und damit, sag ich mal, ersetzen wir diese Sonnenblume noch durch eine, Cola-Pult und sind damit durch in diesem Level. Denn viel mehr wird hier nicht mehr passieren. Da bin ich von überzeugt. Ach ja. Hier, die Hochwalnuss hat eine Delle, die repariere ich doch glatt mal. So. Und sonst gibt es auch nicht viel zu erzählen. Also nochmal drauf hin. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir einen Talk gemacht haben über Piranha Bytes. Warum ich da so oft darauf hinweise, ich bin einfach stolz auf dieses Ergebnis, was da zustande gekommen ist. Und ich möchte schon meinen, dass wir eine sehr fundierte Meinung abgegeben haben, der Alex und ich. Ja. Ach du Scheiße, das habe ich ja gar nicht bedacht. So, weg mit euch. Das war die letzte Welle. Ich möchte auch mal anmerken, dass heute ein ganz spezielles Battle hochgeladen wird oder wurde. Je nachdem, welches dieser Videos zuerst hochkommt. Denn jeden Mittwoch kommt ein neues Battle. Vorausgesetzt, Alex und ich haben eins aufgenommen, aber in dem Fall haben wir eins. Deswegen, das kommt auch noch hoch heute. Da habt ihr genug zum Schauen. Ich denke, da dürftet ihr euch nicht beschweren. Beim nächsten Mal machen wir das letzte Minispiel und dann sind wir auch schon fast durch mit diesem Projekt. Also, obwohl, nee, jetzt haben wir schon eh überzogen und wir gucken uns nochmal den Zen-Garten an, oder? Oder gibt's hier überhaupt was? Nee, wir haben gar keine neuen Pflanzen. Ich habe keinen Bock, das Geld einzusammeln. Machst du das mal bitte hier, ein Stück Schokolade? Ich setze die mal um, damit ich einfach nur hier so gießen muss. Wir haben gar keine neuen Pflanzen, deswegen macht das gar keinen Sinn. Was ich aber... Oh, warte. Der hier will gefüttert werden, der Arme. Geld. So. Gibt's irgendwas Neues im Laden außer Blumen? Nö, aber wir können, wieder... Ich glaube, man kann maximal 5-mal Dünger kaufen. Nee, mehr. 10 sogar vielleicht. Einmal noch und ich habe eh kein Geld mehr. Okay, cool, dann gehen wir jetzt zum Baum der Weisheit und weil wir eh schon überzogen haben. Die nächsten Folgen, das kann ich schon mal ankündigen, werden eh lang werden. Das erkläre ich euch dann im nächsten Part warum. Oder im übernächsten, je nachdem. Aber wir füttern erstmal den Baum, wir düngen ihn mit 10 Düngern und kriegen immer wieder kleine Tipps. Endlos Überlebensmodus, nur Poolpflanzen gibt's, da täuscht dich, da gibt es alles. Aha, okay. Oft stellt sich die Frage, wo finde ich Schokolade? Frag dich lieber von, ich keine Schokolade, das gibt's in jedem Spielmodus. Aha, cool. Grabfresser, wähl sie nur aus, wenn du rechts auf dem Bildschirm die Zombies Gräber siehst. Aha, aha, ja. Aha, okay. Eimer Zombies, aha. Mustache. Das müssen wir uns doch gleich nochmal anschauen. Der Baum wächst und wächst. Ich habe ihn noch nie ganz herangezüchtet. Vielleicht machen wir heute einfach mal eine halbstündige Folge. Wie gesagt, die nächsten Folgen werden auch so lang. Aber wir schauen uns doch mal den Tipp an. Der da war, den Zombies, die Zombies hier im Modus sind noch im Mustache-Modus. Im Future-Modus. Jetzt gebe ich mal einen Mustache. Zukunftsschnurrbart-Zombies. Und wenn ich mal Future ausmache, dann sehen sie einfach nur so aus.
Hurra! ja. Okay, das war witzig und wir gehen wieder in den Laden. Und kaufen wieder Dünger. Ach, ich habe gar kein Geld. Hahaha. Naja, dann halt nicht. Dann wird der Baum der Weisheit wahrscheinlich eventuell in diesem Let's Play auch nicht ganz ranwachsen, weil ich nicht nur für den Baum der Weisheit im Minispielmodus, im letzten Gefechtmodus Geld grinden werde. Das werde ich nicht tun. Nur damit wir den Baum wachsen sehen. Aber ich dachte, ich hätte genug, aber habe ich nicht. Ich laber schon wieder zu viel. Ich beende das hier an der Stelle, sonst gerät das noch außer Kontrolle. Macht's bis zum nächsten Mal gut und haut rein.